Okay, wird sich so manch ein Beobachter des Marktes gedacht haben, heute auf den Chart geguckt zu haben, da im DAX, da sehen wir, dass der Kurs ja eben doch nicht so richtig durchstarten will, sondern einmal mehr wieder diese scharfen Gegenbewegungen eben zeigt. Wir sehen, die Marktteilnehmer sind alles andere als ermutigt, hier auf die Kaufseite zu gehen. Also Rücksetzer dieser Natur hatten wir ja schon häufiger mal. Ob das jetzt vielleicht sogar eine Nummer größer noch wird, das werden wir dann sehen. Aber wir sehen schon, das wird wohl so aktuell nichts mehr. Eigentlich gar nicht so schlecht die Voraussetzungen. Lass den armen Kerl doch nochmal einmal konsolidieren. Das muss ja nicht gleich ein Drama werden an den Märkten, aber ich sag mal, Rücksetzerniveaus, die nochmal hier irgendwo unten hin bei 14.800 beispielsweise. Also einfach so von wegen, gut, das war ein Versuch nach oben. Das ist so ziemlich das Auslaufmodell. Man kann das beim Sport so hin und wieder sehen, dass die Fußballer dann nach einem Spiel noch ein bisschen auslaufen oder wer jetzt Läufer ist beispielsweise, dass er sagt, so und jetzt nochmal so ein bisschen im leichten Trab nochmal eben raus. Das ist so eine Bewegung, die wir als Ending der Jürgende bezeichnen, häufig am Ende eben einer vorläufigen Trendbewegung. Das muss ja nicht gleich Drama sein, aber eben eine Pause dann erstmal bedeuten und es sieht alles danach aus, als ob der Markt eben diesen Drive nach oben nicht mehr hat und er den auch nicht gewillt ist, eben durchzuziehen. Der DAX also, nachdem er sich lange ja noch recht stabil gehalten hat, zumindest mal jetzt nicht wirklich im Drama-Modus mit nach unten gegangen ist, hat jetzt dann doch ist eingeknickt und hat aufgegeben, hat gesagt, ja gut, dann gehen wir halt auch noch mal runter. Das ist dementsprechend dann in Sync, wie man so schön sagt, mit den Amerikanern, zum Beispiel jetzt hier dem Dow Jones, das ist der Future hier im 4-Stunden-Chart und dann sehen wir, ja, was soll man da sagen? Das ist eben keine starke Marktphase aktuell. Das deutete sich ja schon an. Auch hier die Aufwärtsbewegung mit den vielen immer wieder überschneidenden Rücksätzen. Und da muss man sich die Frage stellen, warum kriegen sie denn den Hintern nicht hoch, wenn es denn so toll ist für die Käufer? Aber wenn sie es halt nicht wollen, wollen sie es nicht, dann kann man sie nicht zwingen. Und aktuell ist das eben ganz klar die Abwärtsseite. Und die beschleunigt sich sogar noch. Hier war ja am Anfang auch erst noch sehr zögerlich. Ja, runter schon, aber ebenfalls mit Gegenbewegung. Aber spätestens jetzt ist schon nachvollziehbar, aktuell ist es halt einfach die Abwärtsseite, die da eben überwiegt. Müssen wir jetzt gleich in Drama-Modus verfallen? Witzigerweise, beim Dow Jones bin ich gar nicht mehr so arg pessimistisch drauf, denn so ein Klassiker, das ist jetzt natürlich kein Versprechen, dass es genauso kommt, aber so ein Klassiker, das sind halt häufig so halbwegs Trendkanal-ähnliche Geschichten. Wir hatten das hier, das war eine steile Variante, aber wir sehen schon, das sind immer wieder so Orientierungen, dass der Kurs nach so einem starken Anstieg, danach macht er halt eine A, B, C und dabei kommt er halt auch ordentlich runter. Wie weit kommt er denn runter bei so einer Geschichte? Irgendwo zwischen 8 38 und 61,8. In dem Fall waren es halt die 61,8. So, und im Prinzip ist das, was wir hier haben, nichts anderes als halt auf einer etwas größeren Ebene. Warum soll der arme Kerl nicht auch hier mal runterkommen? Es muss ja nicht gleich 61,8 sein, aber ich sag mal, die 38,20, die liegt ziemlich pünktlich bei 33.000, ein bisschen unterhalb. Also wenn man genau hinguckt, da ist es 32.920, wenn wir das jetzt hier in etwa so sehen wollen, aber so genau wird da nicht geschossen, aber das wäre halt ein nicht untypisches Niveau, wo der Kurs auch ganz, also mitnichten irgendwie Drama oder jetzt bricht die Welt zusammen und ich finde das immer sehr interessant, wenn man auf der Versuchung ist, da muss es doch jetzt irgendwie einen ganz wilden Grund dafür geben und jetzt erklär doch mal das. Ihr habt hier auch häufig Kommentare unten drunter und ich freue mich darüber. Ich bin durchaus der Meinung, man sollte alles kritisch eben auch betrachten, auch Charttechnik, auch hier meine Versuche, das euch so ein bisschen nahe zu liefern, aber man ist immer gerne versucht, da muss doch jetzt hier, wo ist das Große, wo ist der große Masterplan, der das jetzt hier... Nee, nicht alles funktioniert nach Masterplan. Manches passiert halt auch einfach nur, weil ein paar Leute sagen, jetzt kaufe ich halt einfach ein paar Tage nicht mehr, bis ich sehe, was passiert. Und wenn diese Käufer wegbleiben, die Verkäufer aber noch da sind, ja, dann kann das eben auch mal kippen. Und Maßnahmen, wie wir jetzt von der Fed gehört bekommen haben, das ist ja alles kein Drama, dass man ja sagen muss, sie fangen ab jetzt an, das Geld wieder abzuziehen aus dem Markt. Nein, sie wollen es ja weitermachen. Jeden Monat 120 Milliarden reinpumpen in den Markt. Warum wird da jetzt gedreht? Fragt nicht immer nach dem Warum. Macht einfach das, als Händler sage ich das jetzt, macht das, was der Markt macht und der Markt spielt da im Moment nicht mit. Es gibt keinen echten dramatischen Grund dafür, außer dass man vielleicht enttäuscht ist, dass sie nicht gesagt hat, wisst ihr was, Jungs und Mädels, wir verdoppeln sogar. Ja, das sollte es wohl offensichtlich auch nicht sein. So, dementsprechend aber aktuell eben eine Pause. Warum immer eine Pause ist? Ja, weil der Markt halt mal ermüdet zwischendurch und das ist nichts Außergewöhnliches. Das passiert im Kleinen, das passiert immer wieder mal im ganz Kleinen, dass man scharfe Bewegungen sieht, die hin und wieder mal von schwächeren Bewegungen abgelöst werden.
dann hat man da eine Idee. Es ist eigentlich nicht viel mehr. Also wer die Tiefe des Marktes sucht und immer den ganz tiefen Sinn dahinter und die beste Erklärung, so kann man natürlich Bücher schreiben und dann idealer verkaufen. Also ich will nichts gegen Bücher sagen, im Himmels Willen. Ja, aber manchmal ist es halt einfach, in der Beziehung kennt man das, lass ihn einfach halt mal. Oder lass sie halt einfach mal. Und eine halbe Stunde später ist die Welt wieder in Ordnung. Ob die Welt an den Märkten so schnell wieder in Ordnung geht, dass es in einer halben Stunde ist, das weiß ich noch nicht genau. Das ist jetzt der S&P 500. Wir haben das Bild im Groben besprochen. Wir haben gesagt, ein Rücksetzer ab sofort jederzeit möglich. Jetzt ist er halt da. Was soll man ihm denn jetzt vorwerfen? Streng genommen bin ich sogar der Meinung, da geht noch ein bisschen mehr. Denn was wir bisher hier hatten als Abwärtsbewegung, hat ja schon so ein bisschen, über den Zacken kann man sich noch ein bisschen hier vielleicht wundern, aber es ist hier mit einer großen Bewegung, ja, und macht da halt jetzt nochmal eine Abwärtsbewegung. Ja, warum denn so tief? Ja, weil es halt nun mal gerne ein bisschen tiefer ist, dass der Markt einfach zum Beispiel die großen Bilder ja auch nochmal korrigieren muss und dann kommen wir halt Richtung 4055 beispielsweise, wenn es die 38er sein soll. Und selbst wenn es nur die Korrektur dieses hinteren Armes wäre, ja, dann sind wir jetzt gerade an der ersten Marke angekommen. Selbst dann wäre noch tiefer absolut realistisch, insbesondere weil das ja auch dann ziemlich unsymmetrisch jetzt aussähe, wenn man sich mal anguckt, das war so der erste Schub, dann kam hier die große Korrektur und das ist jetzt ein sehr kurzer zweiter Schub. Klar, der muss nicht gleich groß sein, aber alleine das spricht schon dafür, dass man sagt, naja komm, gib ihm halt noch mal ein bisschen was. Ja, also bitte mutet dem Markt da nicht zu viel Erklärung zu im Sinne von, was ist der tiefere Sinn des Lebens? Das ist im Markt nicht unbedingt gegeben. Es geht einfach darum, dass nach einem Anstieg auch mal eine Pause ist. Und wenn der Anstieg schon anfängt, lommelig zu werden, also nicht mehr mit dem richtigen Schub, ja, dann der arme Kerl, dann macht er halt nicht mehr so weit. Also ich will jetzt hier keine Schelte ausüben oder sonst irgendwas oder Besserwisserei, weiß ich ja auch alles nicht. Aber es ist nun mal die Erfahrung, die mir sagt, das ist ein ganz normales Marktverhalten. Und solange diese eben korrektiv ablaufen, ist das eine Korrektur mit Voraussetzungen nach oben. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und im Moment ist es halt noch nicht erkennbar, ob es nur ein Dreiweller wird. Nochmal ganz kurz, Dreiweller sind korrektiv bewegen, könnten so sein. Oder ob es ein Fünfweller wird. Und dann geht es halt nochmal eine Etage tiefer, bis dann später die Korrektur ist. Und danach halt dann der zweite Teil und dann eben der Fünfweller fertig ist. Also der Dreiweller A, B, C fertig ist. Also ihr seht, es ist im Prinzip ist es immer das Gleiche, was wir hier machen. Aber so ist eben Börse normal. Das ist in jedem anderen Beruf ja auch so, dass man sagt, ja, wenn man ehrlich ist, es ist jedes Mal das Gleiche. Es ist nicht keine große Show, es ist weder Hokuspokus noch fliegender Teppich mit dabei. Es geht einfach nur darum, diese gewissen Marktverhalten einigermaßen im Blick zu haben und dann eben zu gucken, wohin die stärkere Seite und was ist die schwächere Seite. Und ich sag mal, das ist, glaube ich, eine zumutbare Aufgabe, zu überlegen, wenn das hier eine Aufwärtsbewegung ist, ist die nun stärker ausgeprägt als die Abwärtsbewegung, das war die Abwärtsbewegung zuvor oder nicht. Und das Schöne ist, wenn mir das, also da spreche ich jetzt von meiner Warte aus, wenn mir das hin und wieder nicht gelingt, dass ich das gut auseinanderhalten kann, dann weiß ich, ah, okay, im Augenblick nicht traden. Wenn ich das aber erkenne, zum Beispiel, dass wir hier eine scharfe Abwärtsbewegung haben und wir vielleicht heute Nachmittag ein bisschen hochwackeln, ja, dann kann man auch sagen, ja, dann mach doch in Gottes Namen nochmal tiefer. Ja, warum auch nicht, hast du hier vorne ja auch schon ein paar Mal hingekriegt. Ja, das steht natürlich im kompletten Widerspruch zu einer Bewegung, die vielleicht heute Nachmittag so aussieht. Und anschließend eben entsprechend runterkommt. Ich weiß, ich werde häufig kritisiert, ja, so einfach kann man es nicht machen. Aus meiner Sicht doch. Aus meiner Sicht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Mehr kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Jetzt guckt mal selber ein bisschen auf den Markt und lasst euch mal ein wenig hier von der Korrektur mittragen. Durchaus mal die Richtung dann eben ausnutzen, die eben als die schärfere ist. Lasst euch immer wieder überzeugen von der schwachen Seite, dass ihr noch auf der richtigen Seite seid. Wenn die starke Seite von einer starken Seite gekontert wird, Position schließen, abwarten, die nächste Situation mitnehmen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal einen wunderbaren Nachmittag, viel Erfolg bei der Umsetzung, was auch immer ihr da macht und natürlich ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin euch alles Gute und liebe Grüße.